Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelsorgevagantist. Wir haben heute den 7. August 2016. Das Thema des heutigen Videos ist BRD Willkür, Entmündigungsverfahren gegen Staatsanwalt. Ich habe heute einen Text geschrieben, den ich morgen per authentifiziertem Fax an verschiedene Justizstellen in der BRD schicken werde. Das Video mache ich also schon heute, damit es auch heute schon verbreitet werden kann und auch zum Teil per E-Mail verschickt werden kann. Den Text lese ich erstmal vor. Entmündigungsverfahren gegen Staatsanwalt, Richter auf Probe, Rudolf Jakubowski, Staatsanwaltschaft Essen. Es soll Beweis erhoben werden über die Frage, ob Rudolf Jakubowski sich nicht in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet und ob er überhaupt geschäftsfähig ist. Es wird in diesem Zusammenhang ausführliche Auskunft zu den persönlichen Lebensverhältnissen von Rudolf Jakubowski eingefordert. Begründung: Rudolf Jakubowski ist mehrfach in Erscheinung getreten bei dem nun schon viele Jahre dauernden Versuch der BRD, in zahlreichen Zivilprozessen und Strafprozessen die römisch-katholische Kirche einzuschüchtern bzw. auszurotten. Bekanntlich gilt, Zitat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zitat Ende. Apostelgeschichte 5,29, vergleiche zum Beispiel Papst Leo XIII, Enzyklika Immortale Dei von 1885 und Papst Pius XI, Enzyklika In Equis Afflictisque von 1926. Der Glaubensabfall, und sei er auch von einem Staat, Gericht befohlen, hat den Verlust der kirchlichen Mitgliedschaft zur Folge. Speziell zwingt die BRD alle Insassen dazu, einer gerichtsnotorisch, unanfechtbar, radikal, skrupellos verlogenen, dezidiert antichristlichen Sekte den Titel katholische Kirche zuzubilligen und damit das Dogma von der Heiligkeit der Kirche zu leugnen, wodurch man Heretiker und somit kein Mitglied der Kirche ist, strafbar gemäß § 6 Völkerstrafgesetzbuch. Grundsätzlich basieren alle derartigen BRD-Terrormaßnahmen auf dem Wahn, dass das Geschöpf über dem Schöpfer steht. Siehe explizit das Urteil gegen mich seitens Amtsgericht Dorsten, Strafprozess Aktenzeichen 7LS-29JS-74-08-43-11. Zitat, beim Angeklagten fällt schwer, eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche gesetzliche Bestimmungen. Zitat Ende. Damit bestempelt die BRD jenen Katholiken, vergleiche die oben genannten päpstlichen Enzykliken, und überhaupt jeden denkenden Menschen, vergleiche die naturrechtliche Unterordnung des Geschöpfs unter den Schöpfer, zum Geisteskranken ab und erklärt, jedes moralisch richtige Handeln ist Unrecht, wenn es der Willkür der Mächtigen dieser Welt nicht gefällt. Das ist schwerste Volksverhetzung. Fairerweise ist zuzugeben, dass die BRD und die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, V2, mehrfach versucht haben, mich zum Geisteskranken abzustempeln. Allerdings erst nach meiner Konversion zum Katholizismus. Vorher war ich in der V2-Sekte gültig getauft und wohl ungültig gefirmt worden, besuchte V2 Kindergärten und eine V2 Klosterschule, Abitur 1,6, war V2 Messdiener, war in V2 Arbeitskreisen tätig sowie jahrelang V2 Priesterkandidat. Sogar noch nach dem Studium dankte mir der Chor Regens schriftlich, Zitat, für so vieles, was sie der Seminargemeinschaft mir inklusive gegeben haben, Orgel, Klavier und Gitarre, Kraftraum und Turnhalle, Vorturner, Anregungen, Mitarbeit, Mittragen, Pfortendienst, Gebet und so weiter. Zitat Ende. Aber im Jahr 2004, das heißt 9 Jahre nach meiner Konversion, gab es plötzlich Psychiatrisierungsversuche, die erst im Jahr 2005 allesamt unanfechtbar endgültig als völlig haltlos und absurd anerkannt wurden, und zwar von demselben Amtsgericht Dorsten. Zitat: Nach dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen Herrn Dr. Kiwi vom 14.01.2005 ist am Herrn Lingen eine manifeste seelische Erkrankung nicht feststellbar. Das gilt gleichfalls für eine geistige oder seelische Behinderung. Zitat Ende. Aktenzeichen 4, römisch 17, also XVII, L152.
Dementsprechend erklärte das Amtsgericht Dorsten im Jahr 2007 unanfechtbar endgültig rechtskräftig, dass sich bei einer Verwendung einer, Zitat, Amtsbezeichnung der Kirchen, Zitat Ende, absolut uneingeschränkt voll schuldfähig bin. Aktenzeichen 23CS20JS141-07-124-07. Die BRD handelt also absolut rettungslos schizophren, indem sie mich ganz nach Lust und Laune mal für voll, eingeschränkt, nicht schuldfähig erklärt. Auch in dem oben genannten Strafprozess bediente sich die BRD so wie immer lauter absurder Lügen. Speziell das gerichtsnotorische Falschgutachten vom Pseudokirchenrechter Thomas Schüller wurde von mir in vielen unbeanstandeten Publikationen gewürdigt. Wie bereits aus der Anklageschrift klar hervorgeht, siehe die dort genannten Publikationen mit meiner Biografie, habe ich in Chur das Diplom Katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut erhalten. Dementsprechend lügt Schüller unanfechtbar, wenn er mich als einen für die V2-Sekte völlig Unbekannten hinstellt und konkret zu meinem V2-Diplom erklärt, Zitat, gemäß Kanon 1050 CEC Nummer 1 müsste er, Pater Lingen, die gemäß Kanon 1032 Paragraf 1 erforderliche fünfjährige Studienzeit nachgewiesen haben. Hierzu ist nichts ersichtlich, mithin ist anzunehmen, dass der Angeklagte die Studien nicht geleistet hat, Zitat Ende. Obwohl ich, wie im Protokoll nachzulesen, Schüllers zahlreiche absurden Falschaussagen durch Vorlage zahlreicher Dokumente komplett rettungslos widerlegt habe, beharrte der Richter Wolfhard Timm hartnäckig auf seiner Lüge, dass Schüllers Verleumdungsorgie ein richtiges Gutachten sei, das ich nicht zurückweisen dürfe und dem ich mich völlig unterwerfen müsse. Schüller und als Kollaborateur die BRD haben sich insbesondere eines äußerst schweren Verbrechens schuldig gemacht, indem sie mich zudem als Heretiker verleumden. Dieses Verbrechen kann und darf ich nicht hinnehmen, weil es hier um das Seelenheil jedes Menschen geht. Hat, wie Schüller respektive BRD behaupten, V2 ein Dogma verkündet, ja oder nein? Zur Klärung dieser Frage blieb nun noch die Zivilklage. Dazu erklärte das Landgericht Münster dann unanfechtbar endgültig rechtskräftig, dass selbst die verlogensten und verbrecherischsten Falschaussagen seitens gerichtlicher Gutachter durch die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Forschung geschützt seien. Landgericht Münster, Aktenzeichen 012-0407-14. Damit verpflichtet mich die BRD unanfechtbar a. V2 als Dogma und b. mein Diplom als Fälschung zu bezeichnen. Um aber weiterhin zu dokumentieren, dass ich mich mit dem BRD-Wahn niemals unterwerfen werde, habe ich eine Strafanzeige gegen mich selbst erstattet wegen a. falscher Behauptung eines Diploms und b. Verbreitung eines gefälschten Diploms. Dazu behauptet Jakubowski. Nach dem rechtskräftigen Urteil des für Sie zuständigen Amtsgerichts Dorsten vom 27.09.2012, Aktenzeichen 7LS-29JS-74-08-43-11, sind Sie im Zusammenhang mit der Selbstzuschreibung theologischer Qualifikation und Titel als schuldunfähig anzusehen. Staatsanwaltschaft Essen 29JS-835-14. Schizophrenerweise steht aber im Urteil ausdrücklich, Pater Lingen, Zitat, studierte später in einem Priesterseminar in Chur in der Schweiz, wo er 1995 das Diplom mit dem Prädikat sehr gut erwarb. Liegt also bei Jakubowski schwerster Realitätsverlust vor. Zur Klärung dieser Frage wurde Jakubowski von meinem Anwalt aufgefordert, Zitat, erstens, legen Sie Beweise vor, dass Sie a. von der Theologischen Hochschule Chur, b. von der Regierung Graubünden jeweils eine ausdrückliche Bestätigung erhalten haben, dass das von Pater Lingen verbreitete Diplom eine Fälschung ist. Zweitens, legen Sie Beweise vor, dass das Amtsgericht Dorsten Pater Lingen im Zusammenhang mit der Selbstzuschreibung theologischer Qualifikationen und Titel als schuldunfähig bezeichnet hat. Zitat Ende. Darauf Jakubowskis Schreiben an meinen Anwalt, bekanntlich einen Mann, Aktenzeichen LIH 15-10-24-2. Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, die von Ihnen angesprochenen Fragen betreffen ein Verfahren, das längst abgeschlossen und weggelegt ist. Es sind keine sachlichen Gründe dafür ersichtlich, Ihnen erneut nachzugehen. Zitat Ende. Also Jakubowski muss nur etwas weglegen und schon hat niemand mehr irgendein Recht auf Gerechtigkeit. Kann der Wahnsinn noch gesteigert werden? Jakubowskis zahlreiche massive Verfehlungen deuten bereits einzeln für sich, erst recht aber angesichts der überwältigenden Fülle und maßlosen Hartnäckigkeit auf massive Persönlichkeitsstörungen hin. Deshalb ist nun das Betreuungsverfahren gegen ihn dringend erforderlich. Über das Verfahren werde ich großzügig publizieren.
Werden gegen Jakubowski nicht sofort die notwendigen Maßnahmen ergriffen, bedeutet das, dass die gesamte Politik, vergleiche Staatsanwalt, sowie die gesamte Justiz, vergleiche Richter, das Verhalten Jakubowski sowie letztlich den zugrunde liegenden oben genannten Maximen des antichristlichen, realitätsresistenten Größenwahns sich zu eigen macht. Die bekannte allgemeine Empörung gegen die BRD-Politiker, Richter, dürfte damit noch verstärkt werden. Auch damit bedroht die BRD aktiv und massiv die öffentliche Ordnung. Das ist also das Schreiben von heute, was ich morgen auch noch per authentifiziertem Fax an verschiedenen Justizstellen schicken werde. Man kann sich also über die ganzen Zusammenhänge noch einzeln informieren. Jeder kann sofort nachprüfen, hat Vatikan II ein Dogma verkündet, ja oder nein. Das heißt also, bin ich dadurch, dass ich Vatikan II ablehne, was ich ja tue, ein Heretiker, ja oder nein. Auf der Seite kirchenlehre.com zum Beispiel gibt es momentan dazu noch eine ganze Menge Texte, aber auch an anderen Stellen gibt es natürlich zu Paterlingen viel zu finden. Nicht alles, was unter meinem Namen veröffentlicht ist, auch von mir, ist natürlich klar. Also da gibt es natürlich viele Lügner, die also falsche Seiten unter meinem Namen im Netz verbreiten. Der ganze Irrsinn ist natürlich in Einzelfällen nicht immer so nachzuvollziehen, also nachzugehen, nachzueruieren. Allein schon die Tatsache, dass der Richter sagt, das Urteil, das Gutachten von Schüller ist richtig, ich darf es nicht anzweifeln, und im Urteil erklärte dann, dass ich doch ein Diplom habe, was ja im Gutachten ausdrücklich geleugnet wird. Also es sind nur logische Brüche, nur Widersprüche, nur Schizophrenie da festzustellen. Und wie gesagt, weil es hier um Häresie geht, ja, um das Seelenheil, meine theologische Qualifikation, die über ewiges Leben oder ewigen Tod entscheidet, deswegen kann ich das Ganze nicht hinnehmen und werde es auch nicht hinnehmen. Sollte sich wirklich jeder überlegen, ob er in dieser Sache weiter jetzt nichts tun will oder selber aktiv werden will für die Gerechtigkeit.